Haben Sie sich jemals daran gewöhnt, an diese Predigten aus der Dose, die heruntergeladen aus dem Internet, irgendwie vorbereitet von irgendwelchen Sozialpädagogen, die rein gar nichts mit der Seele des Menschen zu tun haben, der da sitzt in den Bänken und nun darauf wartet, irgendetwas zu hören, was das Evangelium, was wir gerade gehört haben, mit mir zu tun haben könnte. Irgendetwas zu hören, das sie aufbaut, irgendetwas zu hören, das mich weiterbringt auf dem Weg der Heiligung. Wie oft haben wir gehört von Gnade? Wie oft haben wir gehört von bekehrt euch, kehrt um, strengt euch an oder irgendetwas in der Art, dass eine Erziehung im Glauben stattfindet in der Predigt? Es ist nicht überall so, aber die meisten von uns werden das kennen, dass diese Predigten heute und vielfach auch leider die Beichtgespräche, die man führt, leer sind. Einfach leer. Und mit sozialen Fragen sich beschäftigen, soziale Fragen sind wichtig, aber wenn wir am Sonntag in die Messe gehen, dann wollen wir doch etwas hören, was, was mit unserem Leben zu tun hat, nämlich mit unserem inneren Leben, weil die Seele, das ist die Seelennahrung, die wir brauchen und die wir da erwarten. Auf die kommt es an. Pater Pio war kein Prediger und es geht auch nicht um seine Predigten, sondern es geht um die Seelenführung, die er mit seinen Beichtkindern gemacht hat. Die Seelenführung fand im Beichtstuhl statt bei Pater Pio und das in ganz kurzer Zeit. Ja, wir wissen, Pater Pio hatte eine besondere Gabe, direkt auf die Herzen zuzugreifen, aber dennoch in dieser Kürze der Zeit das Wesentliche herüberzubringen. Eine Frauenbeichte dauerte 3 Minuten. Das heißt, zack, 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 das sind die Sünden. Da wurde nicht lange erklärt, dass das waren die Sünden. Und dann ist er auf die Person eingegangen. Und in 3 Minuten kam jemand in den meisten Fällen Neues aus diesem Beichtstuhl heraus. Manchmal dauerte etwas länger, aber es war jedes Mal ein Schritt nach vorne. Und Katharina Tangari wieder einmal erzählt auf wunderschöne Art und Weise, wie sie das selber erlebt hat an sich, wie Pater Pio war, wie er diese Seelenführung gemacht hat, mit welchen Mitteln. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen Priester, wir denken daran, dass Johannes Paul II. Gesagt hat, schaut auf diesen Pio bei der Heiligsprechung, meine Priester, schaut auf den, nehmt euch den zum Vorbild. Und bei dem einen oder anderen wünscht man sich, dass sie sich das abschauen. Nicht jeder hat die Gabe dazu, natürlich nicht. Aber jeder kann darum bitten. Und wenn ehrlich darum gebeten wird, dann wird einem auch gegeben. Und das ist ja der Inhalt unseres Glaubens. Unser Herr, unser Heiland möchte, dass wir ihn bitten, denn sonst gibt er nicht. Nur wenn wir bitten, dann wird es uns auch gegeben. Und hier, Katharina Tangari gibt uns einen kleinen Überblick über das, was Pater Pio mit ihr und mit den anderen gemacht hat. Und sie sagt, vom heiligen Clemens Maria Hofbauer, die Wiener werden ihn erkennen, der Stadtheilige von Wien, von ihm wird erzählt, dass er mit ganz einfachen Worten die Menschen gewann und dass überhaupt die Einfachheit seines Wesens und seiner Sprache stets die Herzen traf und eine erstaunliche Wirksamkeit ausübte, die Einfachheit. Ähnliches kann man wohl auch von Pater Pio sagen, sagt Katharina Tangari. Und wohlgemerkt, das ist ein Buch, das sie 1955 geschrieben hat, also Pater Pio lebte noch. Seine einfachen Worte, seine knappen, aber trefflichen Antworten haben eine außergewöhnliche Wirkungskraft. Sie prägen sich tief in die Herzen ein und erfassen die Menschen in einer Weise, dass in ihnen eine Umwandlung zum Guten geschieht. Diese Wirksamkeit ist vor allem in der Beichte fühlbar. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen die Umwandlung zum Guten. Wir alle sind mehr als weniger schlecht. Wir sind lau, wir haben kein Durchhaltevermögen, insbesondere die jüngeren Generationen. Ich zähle mich schon zur jüngeren Generation. Wir haben alle nicht mehr das, was zum Beispiel die Katharina Tangari noch hatte, diesen eisernen Willen, denn das zu tun, was wirklich geboten ist. Und Pater Pio war einer, der einen immer daran bestärkt hat. Meine erste Beichte bei Pater Pio, von der ich bereits erzählt hatte, folgte noch viele weitere. Auf jede einzelne habe ich mich im Gebet mit 9-tägigen oder 3-tägigen Andachten vorbereitet. Das heißt, sie hat immer
Und so sollte das auch bei uns sein. Wir können uns auch da wieder ein Beispiel nehmen. Intensivst vorbereitet, denn wenn wir das tun, dann merkt unser Herr, von dem alle Gnaden ausgehen, der oder die meint es wirklich ehrlich, und ich werde die Inspiration über die Engel geben, damit sie tief, tief in ihre Seele hineinschauen können, um dann die Dinge zu finden, die mit Schlechtigkeit behaftet sind. Auch die Fahrstunden von Neapel nach San Giovanni Rotondo benutzte ich meistens zum Beten. Also es wurde kein Moment ausgelassen. Je besser ich im Gebet vorbereitet war, desto nützlicher und segensreicher waren diese knapp bemessenen Beichten. Die wenigen Minuten, die Pater Pio für jede Frauenbeichte zur Verfügung stehen, reichten vollkommen aus für die Beichte, für die Anliegen und für die Antworten Pater Pios. Bei Pater Pio ist alles auf das Wesentliche gerichtet. Was ist das Wesentliche unseres Glaubens? Nicht das, was im synodalen Prozess oder wie auch immer das heißt, geschwafelt wird. Das ist nicht das Wesentliche unseres Glaubens. Und die Probleme, die dort bekämpft werden sollen, wir wissen alle, worum es geht, werden nicht damit bekämpft, dass man die Kirche zerlegt in ihre Einzelheiten, Einzelteile und dann verscheuert, verscherbelt und zu einer protestantischen Kirche macht. Nein, wir müssen wieder auf das Wesentliche zurückkommen. Und das ist das, was Pater Pio uns vorgelebt hat. Und heute hilft er uns dabei, wenn wir uns an ihn wenden. Also das Wesentliche hat Pater Pio immer gesagt. Es gibt keine unnützen Worte, keine Zeitverschwendung und doch ist keine Hast in den Beichten. Für alles Wesentliche, sie wiederholt das, gibt es Zeit. Und damit, ja, brauchen wir auch nicht mehr. Meistens beginnen die Beichten bei Pater Pio mit der Frage, wann wir zum letzten Mal gebeichtet haben. Mit diesen ersten Worten entsteht ein Kontakt zwischen Pater Pio und dem Beichtkind. Es ist, als wisse er plötzlich alles von uns. Und das ist natürlich ein Charisma, was er hat und was einem gegeben ist oder eben nicht. Aber natürlich ist es wichtig, wenn der Priester hört, meine letzte Beichte war vor 15 Jahren, dass natürlich da mehr auf dem Herzen liegt als eine Beichte vor einer Woche. Geben wir unklare oder ungenaue Antworten, so berichtigt er sie. Er kennt uns, er durchschaut uns, er zeigt uns, wie wir vor Gott aussehen. Also wahrscheinlich auch nur in einem geringen Maße, denn das würden wir nicht aushalten. Dieses Verunstaltete, was wir ja sind, sehen. Pater Pio hat selber einmal darum gebeten und hat es ganz schnell bereut, dass er doch sich sehen möge, wie Gott ihn sieht. Und Gott hat das zugelassen und er war bis ins Mark erschüttert. Er selbst, also das ist eine Bitte, die wir tunlichst nicht bitten. Pater Pio als Beichtvater hat ganz die Art eines Chirurgen, der notwendigerweise verwundet, also verletzt, um zu heilen. Ist ein Übel in uns, so trifft er es auf den Grund und entfernt es unerbittlich. Dabei ist Pater Pio nie willkürlich und daher auch nie ungerecht. Seine Art, uns zu behandeln, ist stets heilsam. Ein Priester, der natürlich nicht diese Charismen hat, wird natürlich nicht sofort auf den Grund gehen können, aber deswegen fehlt die Kirche eigentlich, einen einzigen Beichtvater zu haben und immer wieder zu ihm zu gehen. Pater Pio ist kein Tröster im gewöhnlichen Sinne des Wortes, denn er hat nur sehr selten Worte des Trostes, des Mitleids für uns. Immer aber hat er Worte der Stärkung. Also er zieht es vor, zu stärken, als Worte des Trostes auszusprechen. Das Mitleiden, ja, natürlich, das hat er auch schon in der versteckten Weise, aber er weiß, dass natürlich die Worte der Stärkung wichtiger sind in diesem Moment, damit dieser Mensch den nächsten Schritt machen kann. Wenn jemand, ich weiß nicht, halb von der Brücke hängt und nur noch mit einem Arm sich oben festhält, dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen, es tut mir so leid, dass du da unten hängst und was machen wir jetzt? Natürlich nicht, sondern ich rufe ihm zu, du schaffst das, du kannst das, nimm die andere Hand, pack den an, hier werf dir das Seil zu, zieh dich hoch, du kannst das schaffen. Und nicht sagen, oh, wird schon alles gut. Damit ist ihm natürlich nicht geholfen. Er ist vor allem ein Spender neuer Kraft, ein Vermittler neuer Stärkung. Er richtet uns auf, er zeigt uns die Geringfügigkeit unserer Sorgen, er duldet keine Traurigkeit, keine Mutlosigkeit in uns. Sie wissen, dass das Jesus, unser Heiland selber ist, der das macht, aber Pater Pio macht sich das zu eigen. Er drängt uns ins Gebet und ins Gottvertrauen hinein. Das ist das Wichtige. Vertrauen wir Gott, vertrauen wir der Mutter Gottes, vertrauen wir dem Beistand des Himmels und alles
wird gut gehen. Das ist das, was sie stark gemacht hat. Wir sprechen hier vom Jahr 55. Sie hat, habe ich das Buch hier liegen? Nein. 20 Jahre später, jahrelang, mehrere Jahre, 2, 3 Jahre, in Gefängnissen in der Tschechoslowakei im Kommunismus verbracht. Und all das, was sie bei Pater Pio gelernt hat, kam ihr da zugute, nämlich die vollkommene Hingabe in das Vertrauen Gottes, das ihr ja das Leben gerettet hat, dass sie nicht verrückt geworden ist. Pater Pios Art zu helfen ist eine kraftvolle, eine radikale Art. Oft, sehr oft, nimmt er uns alles Leid weg, ohne viele Worte zu verlieren. Vermag er aber ein Leid nicht wegzunehmen, was er natürlich durch sein Opfer macht, und wenn es aber nicht von Gott zugelassen wird, so geschieht es nicht selten, dass er sozusagen die Träger des Leides in Riesen verwandelt. Er verwandelt die Träger des Leidens in Riesen. Das können auch Sie sein, die Sie mit einem für Sie aussichtslosen Leiden, mit einem unertragbaren, unerträglichen Leiden herumlaufen, dass Sie in einen solchen Riesen verwandelt werden, dass Sie plötzlich alles tragen können. Und das hat man gesehen im Gefängnis von Katharina Tangari, die Geschichten, die sie erzählt. Einem bleibt die Luft weg und man fragt sich, wie ist das möglich? Und hier ist die Antwort. Die Last, die wir als Schwächlinge kaum schleppen konnten, wird plötzlich durch die Stärkung seiner Worte und seines Beispiels ein leichtes Bündel. Als ich ihm bei einer Beichte mein Leid über eine Familiensituation klagte, die mir oft unerträglich schien, hatte er nur eine kurze Frage für mich als Antwort. Und das kannst du nicht ertragen? Pater Pio kennt, der die Schulterwunde hatte, die Wunden an den Händen, an den Füßen, am ganzen Körper, der die Dornkrone trug. Ich meine, der wird natürlich sagen, ja, okay, also wirklich. Aber jeder hat natürlich diese Kraft. Und nichts anderes wird dir gezeigt, dass in dem Moment, wo ich mich an den Himmel wende, bekomme ich diese unglaubliche Kraft, dass ich alles tragen kann. Diese einfache Frage, sagt sie selber, ließ mich plötzlich die Geringfügigkeit der Ursache meines Leides erkennen. Ich nahm von nun an die Dinge nicht mehr so ernst, so persönlich, und dies half dann auch, dass sich einiges in günstiger Weise änderte. Ich glaube, sie meint da ihre schwierige Ehe, die sie hatte, mit einem Mann, der jahrelang nichts glaubte. In einer anderen Beichte sagte ich Pater Pio, dass mir ein schweres Unrecht widerfahren sei und fragte ihn, wie ich mich zu verhalten hätte. Er antwortete mir, ertrag es. Es wird leicht. Er sagt das so, im selben Moment aber opfert er irgendetwas auf, das im Verborgenen bleibt und dadurch kommt die Gnade, dass wir es tragen können. Und wir müssen immer den Anfang machen, wir müssen immer diesen ersten Schritt machen und sagen, ja, ich will es ertragen, ja, es tut weh und dann kommt die Kraft hinterher. Und vergessen wir nie, nie den Himmel. Tatsächlich wurde es mir dann leicht, mich darüber hinwegzusetzen. Aber nicht nur dies, nach kurzer Zeit wurde mir gerade durch dieses Unrecht eine besondere Genugtuung zuteil, die ich nicht erwartet hatte, die ich aber dankbar annahm, denn es schien mir, als stünde sie doch im Zusammenhang mit meiner Beichte bei Pater Pio. Ein weiteres Element. Sehr streng behandelte mich Pater Pio meiner Lauheit wegen oder wenn ich gegebene Versprechen oder Gelöbnisse nicht getreuest eingehalten hatte. Pater Pio befreit nicht von Gelöbnissen, die wir in höchster Not mit ganzem Herzen getan haben. Also wenn du mich aus dieser Situation heraushalt, dann mache ich eine Pilgerfahrt oder dann bete ich, wie viel Mal haben Sie den heiligen Antonius gebeten, dass er Ihnen die Autoschlüssel wiederfindet? Und ihm gesagt, 5 Rosenkränze, kein Problem. Und jedes Mal finden Sie den Autoschlüssel wieder. Und wie viel Mal haben Sie wirklich diese 5 Rosenkränze auch dann gebetet? Ich kenne das. Aber Pater Pio sagt, du hast das versprochen, also es fällt uns schwer, das einzuhalten. Er zeigt uns aber den Weg zur getreuen Einhaltung und gibt uns auch die Kraft und den Eifer dazu. Und das ist wichtig, das ist Dankbarkeit gegenüber dem Himmel. Heiliger Antonius wird das kennen und er hilft trotzdem immer wieder. Aber irgendwann müssen wir uns auch dankbar zeigen. Seit Jahren habe ich mich verpflichtet, in der Gemeinschaft des immerwährenden Rosenkranzes, sagt Katharina, am 7. eines jeden Monats eine Rosenkranzgebetstunde zu halten. Leider vergaß ich so manchen Monat darauf. Beichtete ich dies, so wurde nicht viel Wesens daraus gemacht und daher blieb ich in meiner Lauheit. Erst eine Beichte bei Pater Pio nahm sie mir weg. Denn kaum hatte ich Pater Pio gesagt, dass ich dieser meiner Verpflichtung nicht nachgekommen sei, da sagte er mir in recht ungehaltenem Ton: Unglückselige,
Weißt du denn nicht, dass den Weg zur Seligkeit nur die Eifrigen schaffen und niemals die Lauen und die Schläfer? Vielleicht sollten wir uns diesen Satz einmal rausziehen und übers Bett hängen. Unglückselige, weißt du denn nicht, dass den Weg zur Seligkeit nur die Eifrigen schaffen und niemals die Lauen und die Schläfer? Wir kennen das ja im Zusammenhang auf unsere Lehrjahre und Studium oder Ausbildung, Schule und so weiter und so weiter. Im weltlichen Zusammenhang. Nur der dranbleibt, der wird es auch schaffen. Aber selbst unsere Seligkeit hängt davon ab. Das heißt, unser ewiges Heil. Nur wenn wir eifrig sind. Und die Lauen und die Schläfer werden ihre Probleme haben. Und sie sagt, ich habe seither mit besonderem Eifer diese Gebetsstunde gehalten und schenke auch Pater Pio stets ein Gedenken dabei. Denn er vermittelte mir die Kraft und den Eifer dazu. Und in diesem Eifer müssen wir unser Apostolat betreiben. Und wenn Sie es noch nicht sind, schauen Sie, was Sie machen können als Pater Pio-Schützling. Sie sind herzlich eingeladen, Pater Pio-Schützling zu werden. Sie werden 60 Messen haben im Jahr. Jede Woche am Freitag wird eine Messe gelesen für die Pater Pio-Schützlinge. Und Sie haben noch andere Vorteile. Schauen Sie in die Beschreibung des Videos und erfahren Sie, wie Sie uns helfen können. Und ich hatte Ihnen schon gesagt, wir haben neue Büchlein bekommen. Und ich habe jetzt gerade erfahren, wir haben eine kleine Problematik gehabt. Es ist nicht dieses Büchlein angekommen, sondern das Buch von Pater Pio. Ich muss mal sehen, was ich jetzt mache. Aber ich muss jetzt nochmal diese Bücher bestellen. Das heißt, meine Rechnungen werden immer mehr. Aber all das geht ins Apostolat hinein. All das will ich machen, damit Pater Pio sichtbar wird. Und Sie sind meiner Meinung, wenn Sie das hören, dass diese kurzen und prägnanten Dinge, Ertrag ist, es wird leicht. Unglückselige, nicht die Lauen und die Schläfer, werden auf dem Weg zur Seligkeit, sondern die Eifrigen. Alle diese Dinge, die wir von Pater Pio hören, müssen wir laut hinaus posaunen, besonders in dieser Zeit, wo um uns alles wegbricht. Und selbst die katholische Kirche mit enormen Schwierigkeiten zu tun hat. Und Pater Pio kann uns heute helfen. Und deswegen meine herzliche Einladung, schauen Sie in den Link zu den Pater Pio-Schützlingen und schauen Sie, was Sie machen können. Ich freue mich auf unser gemeinsames Apostolat und bedanke mich an dieser Stelle noch einmal wieder für die, die schon lange dabei sind und die das alles überhaupt erst möglich machen. Und vergelt's Gott dafür und Pater Pio wird Ihnen sicherlich großen Segen bereiten, wenn Sie dieses kleine Opfer geben. Wir alle sind aufgerufen, Opfer zu machen. Wir sind alle aufgerufen, zu jeder Zeit kleine Opfer, große Opfer zu bringen, je nachdem, wie wir können, damit in der Ökonomie der Gnaden eben eines Tages die Bekehrung stattfindet. Erinnern Sie sich, Katharina Tangari sagte das auch, sie hatte einmal einen aussichtslosen Fall und Pater Pio sagte ihr, lege alles in Frieden in die Waagschale der Gerechtigkeit, auf die Waage der Gerechtigkeit. Und unsere kleinen Opfer werden sich aufaddieren auf der Seite der Gerechtigkeit und so werden die Bekehrungen kommen. Und das ist der Ablauf in unserer Geschichte. Wir wissen vielleicht gar nicht, wem wir geholfen haben und wir wissen auch gar nicht, ob wir der Anfang oder das letzte bisschen waren, was nötig war für eine Bekehrung oder für eine Bekehrung vielleicht eines Tages einer ganzen Nation. Das ist das, was die Mutter Gottes in Fatima uns vorausgesagt hat. Auf jeden Fall sind wir gefragt. Wir müssen etwas tun, dürfen nicht sitzen bleiben, insbesondere wenn wir erfahren haben, wie uns der Himmel hilft, in diesem Fall Pater Pio, dann können wir das nicht für uns behalten, sondern wir müssen es weitersagen. Und deswegen machen wir das. Und ich freue mich auf jeden, den ich begrüßen kann als Pater Pio-Schützling. Bis dahin.